Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Luxstore. Heute haben wir für euch eine elektrische Sprühpistole getestet. Wenn ihr wissen wollt, wie das gelaufen ist, bleibt dran. Ich habe letztens im Baumarkt für 40 Euro eine elektrische Pistole gesehen. Da kann ich auch meinen Camper mit lackieren oder was? Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal ganz entspannt. Man braucht keinen Kompressor, sondern nur eine Steckdose und nicht mal die, wenn man ein akkubetriebenes Gerät hat. Außerdem ist man auch nicht so beschränkt mit der Lackmenge wie bei einer Spraydose und man kommt generell viel günstiger weg als mit einer herkömmlichen Lackierpistole. Also, wie gut klappt Lackieren mit einer elektrischen Pistole? Wir haben uns für die elektrische, kabelgebundene Sprühpistole von Parkside entschieden. Die ist sehr preisgünstig und wir müssen uns nicht mit dem Laden von Akkus aufhalten. Im Karton ist das Gerät bereits zusammengebaut und lediglich eine kleine Tüte mit Zubehör, wie verschiedene Düsen, einen DIN-Becher zum Bestimmen der Viskosität des Lackmaterials und etwas Reinigungswerkzeug ist dabei. Die Pistole funktioniert, indem ein Gebläse einen Luftstrom erzeugt und über den Düsenkopf leitet. Im Prinzip wie bei einer richtigen Lackierpistole, nur halt ohne Druckluft. Was uns etwas seltsam vorkommt, alle Teile sind aus Kunststoff, selbst die Düsennadel. Die Pistole hat einen Saugbecher, der unterhalb angebracht ist, nicht wie gewohnt den Fließbecher, der oben auf der Lackierpistole sitzt. Nachdem wir in der Gebrauchsanweisung die Düsenweiten für die verschiedenfarbigen Düsen 1,5 mm, 1,8 mm, 2,2 mm, 2,6 mm gefunden haben, geht es auch schon mit dem ersten Test los. Da wir einen solchen Füller normalerweise mit einer Düsenweite von 1,6 bis 1,8 mm verarbeiten, nehmen wir die 1,8er Düse. Das Umstecken der Düsen geht einfach. Die Luftkappe ist mit ein paar Umdrehungen fest und arretiert damit auch die Farbdüse. Das Gerät hat wie eine richtige Lackierpistole eine Vorluft. Das heißt, es kommt nicht sofort nach dem Betätigen des Abzugs Farbe. Jetzt tragen wir den Füller auf. Die Zerstäubung ist schon sehr grob. Das ähnelt eher Muttis Blumensprühflasche. Leider können durch die wirklich groben Tropfen auch nur sehr dünne Schichten aufgetragen werden. Sonst würde es sofort ablaufen. Die geförderte Materialmenge ist auch eher überschaubar, sodass wir mit Mühe eine halbwegs geschlossene Schicht erreichen. Die Wahl der Düse war okay. Es hätte keine kleinere sein dürfen und auch keine von den größeren. Einen zweiten Gang trauen wir uns nicht und hoffen einfach, dass es mit der ersten Schicht ausreicht. Das Reinigen der Pistole ist ziemlich umständlich, da allein der Saugbecher eine ordentliche Menge Verdünnung braucht, bis der wieder sauber ist. Das Saugrohr und der Farbkanal lassen sich nur ungenügend reinigen, es sei denn, man setzt große Mengen Verdünnung ein. Als nächstes haben wir einen 2K Acrylack zum Testen. Hier haben wir uns für die Düse mit 1,5 mm entschieden, eine kleinere gibt es nicht. Der Lack wird 2:1 mit Acrylhärte vermischt und mit etwa 10% Verdünnung auf Viskosität gebracht. Wir verwenden natürlich unseren Lieblingsfarbton, Luxstore Orange. Das Lackieren vom Acryllack ist schon eine Herausforderung. Trotz des wesentlich dünnflüssigeren Materials und der kleineren Düse ist die Zerstäubung katastrophal. Der Lacker weiß gar nicht, wie er damit eine glatte Oberfläche hinbekommen soll. Eine zweite Schicht nach kurzer Ablüftzeit macht es nicht besser. Der einzige Erfolg sind einige fette Lackläufer. Dritter Versuch, Basislack in Silbermetallic. Naja, wenn der Acryllack schon nicht funktioniert hat, wie wird das dann mit dem Basislack? Egal, wir testen es jetzt. Wir haben den Silberfarbton ganz normal mit 50% Acrylverdünnung verdünnt und in den Becher der Pistole gefüllt. Oha, it sprays like a shotgun, wie ein uns bekannter Techniker mal formulierte. Der Vergleich mit der Schrotflinte kommt beim Silber wirklich gut hin. Eine einheitliche Fläche ist nicht machbar, egal mit welchem Abstand, egal mit welcher Geschwindigkeit. Es regnet quasi Basislack. Wenn man es zu dick lackiert, wird das Silber von den auftreffenden Tropfen auseinandergetrieben und läuft sofort ab. Wir sagen zwar immer, ein abschließender Nebelgang oder Tropfengang ist bei Silber wichtig, aber so sollte er nicht aussehen. Na gut, wenn es mit dünnflüssigen Materialien nicht klappt, dann vielleicht mit etwas dickflüssigem. Wir haben da noch etwas Protektor in einem ziemlich heftigen Pink.
Also mischen wir etwas von dem Protektor im Verhältnis 3:1 mit Härte an und setzen die Düse mit 2,6 mm ein. Okay, das hätte ja auch klappen können. Der Protektor ist zu zäh, um von dem Luftstrom des Ventilators in der Pistole vernünftig zerstäubt zu werden. Der Lacker steht mit der Pistole quasi auf der Stelle, um überhaupt eine gewisse Schichtstärke aufzutragen. Der Abstand zur Oberfläche ist maximal 10 cm. Damit ist keine größere Fläche in einer vernünftigen Zeit zu schaffen. Wir hätten vielleicht noch mit etwas Verdünnung ein wenig mehr Schicht erreicht, aber der Luftstrom bleibt ja gleich und wird einfach nicht ausreichen, den Protektor in ordentlicher Schichtstärke auf die Oberfläche zu bringen. Fazit: Finger weg von elektrischen Lackierpistolen im Autolackbereich. Im Heimwerkerbereich mit Dispersionsfarben mögen die vielleicht was taugen, darauf haben wir sie aber auch nicht getestet. Schreibt uns gerne mal in den Kommentaren, ob ihr schon Erfahrungen mit elektrischen Pistolen gemacht habt und ob ihr vielleicht sogar brauchbare Ergebnisse damit erzielt habt. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Denkt daran, dem Video einen Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen. Und von uns aus heißt es wie immer Good Luck und bis zum nächsten Mal.